Vor dem machen wir jetzt mal kurz Angst. Frenkel frotzelt. Heute. Let's Play. OMSI 2. Der Omnibus-Simulator. Tachin Asenbären, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play OMSI 2, der Omnibus-Simulator. Es geht weiter hier auf der kostenlosen Map Tettau. Ich wünsche viel Spaß. So, und jetzt? Ich meine, hier war ich schon, ne? Aber da geht's nach Pressig. Nach links. Da muss ich ja hin. Ach, ich will doch gar nicht nach Pressig. Schwachsinn. Tettau will ich. Mensch, Frenkel, jetzt hättest du dich beinahe verfahren. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung gerade. Also wirklich überhaupt keinen Plan, aber ich glaube, ich bin... Wenn es da nach Tettau geht, kann ich nicht ganz falsch sein. Weil Klein Tettau, ich schätze mal... Oh, Kühe, wieder links. Klein Tettau ist ja vielleicht nicht ganz so weit weg von Tettau. Vermutung liegt nahe, ne? Schauen wir mal. Jetzt kannst du es gerade nicht entscheiden, ob es mehr Verspätung wird oder weniger. Holla, die Waldfee. Wieder ein Gegenverkehr. Also ich gebe jetzt alles, ne? Das seht ihr. Und es meckert momentan keiner? Naja, zwischendurch haben sie ein bisschen gemeckert. Ne? Keine Ahnung, ob ich richtig bin. Eine Kurve, links rum und Gas. Na, die Verspätung wird nicht sonderlich mehr, das heißt, ich bin richtig. Ich war nur verwirrt da mit dem Drehen und so, das ist manchmal ein bisschen seltsam. Aber ich hab's gleich. Oh Gott, was ist das denn, eine Baustelle? In der Tat! Sollten wir vielleicht nicht komplett blind reinrasen? Oh nee, bitte nicht. Mit einer Ampel? Die ignoriere ich jetzt aber, ne? Ich halte jetzt hier nicht mitten in der Nacht an. Das könnt ihr mal gepflegt vergessen. Da wird schon keiner kommen. Da fährt auch jetzt keiner rum. Schnell, schnell, komm, Gas geben. Da ist doch keiner unterwegs um die Uhrzeit. Ich habe so viel Verspätung jetzt schon. Boah, ist die lang, die Scheiß. Puh. Das ging gerade noch mal gut, ne? Oh, Scheiße! Verdammt! Ich glaube, ich habe es jetzt angedutzt, die Baustelle. Verdammt! Fresse da hinten! Da! Klein Tettau! Ist das, wo ihr hin wolltet? Da seid ihr jetzt. Und ihr lebt alle noch, also beschwert euch nicht. Affenköppe, blöde. Ist doch wahr. Raus dann! Wenn es nicht passt. Okay, alle. Scheiße! Keiner mehr da! Verdammt! Ganz ärgerlich. Macht nix! Moment, kurzer Blick. Wie viel ich's mir verschissen hab? Na toll, total verschissen. 0,6%. Ja, danke! Na, dann ist jetzt eh schon egal. Dann können wir jetzt Gas geben. Das Ding bringen wir jetzt irgendwie noch ins Ziel und dann ist Feierabend hier. Nächster Halt, Klein Tettau Kirche. Ach nee, da will jemand einsteigen, das ist doch nicht euer Ernst, oder? Nee, der will nicht einsteigen, ne? Oh, da will wirklich. Ah, die Tür ist offen. Schön. Zumachen, bitte. Okay, jetzt habe ich gedacht, ich kann rasen, aber jetzt habe ich ja wieder einen Fahrgast und dann wäre das ja wieder nachteilig. Scheiße. Ah, egal, komm. Den bringen wir jetzt noch dahin, wo er hin will, und dann ist gut. Dann habe ich mein Bestes getan. Tettau ist Vergangenheit, Geschichte und vorbei und alles ist gut. La, 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 la. Nächster Halt, Alexander Hütte! Ich dachte, der nächste Halt wäre dann wenigstens Tettau, aber nein, da kommt noch ein Halt in Alexander Hütte! Uah, es ruckelt wieder. Warum? Mann, Mann, Mann.
Jetzt lief das so schön. So, den machen wir jetzt mal kurz Angst. Das war knapp, was? Meine Freunde hier. Weiter, weiter, weiter. Durch das Tal. Immer noch ein bisschen Verspätung. Das könnten wir eventuell noch aufholen. Okay, da unten geht es dann offensichtlich irgendwie rechts ab. Jawohl. Von links kommt nichts. Dann können wir also hier mit Schmackes um die Kurve rum. Hoffe ich. So, sag ich doch. Wieder Gegenverkehr. Meine Güte, es muss doch bald zu Ende sein hier. Oh, Haltestelle. Egal. Da ist keiner. Können wir wieder ein paar Sekunden gut machen. Der blöde Penner, der im Bus sitzt, will auch nicht raus. Sehr schön. Geradeaus. Ah, Kacke! Scheiße! Ah, leck mich am Arsch! Ich lasse dich jetzt auch nicht aussteigen. Das kannst du vergessen, du Pisser. Du wirst jetzt da mit hinfahren. Einen Fahrgast will ich wenigstens haben hier. Naja, egal. Jetzt ist verkackt! Verkackt! Ich könnte anbieten, dich während der Fahrt rauszuschmeißen. Wäre das vielleicht ein Angebot? Weil anhalten möchte ich jetzt eigentlich nicht mehr. Im Gegenteil, ich möchte jetzt eigentlich so richtig Gas geben. Das mache ich jetzt auch. Wir bringen dich jetzt dorthin. Wahrscheinlich eher tot als lebendig. Mal schauen, was der Bus noch so hergibt hier. Ach ja, nächster Halt, Magdalenenkloster übrigens. Das interessiert mich jetzt aber auch nicht. Obwohl, da ist jemand, der will einsteigen. Muss noch mal kurz anhalten, glaube ich. Ich will da mal nicht so sein, ne? Kinder lässt man nicht draußen im Regen stehen. Hallo. Hallo. Ich hätte gerne einmal Schüler. Aber natürlich, Schüler. Du kleiner Alkoholiker. Danke. Bitteschön. Pisser! So, raus. Mann, ey. Ich dachte, ich hätte da vielleicht mal die Möglichkeit, die Chance, das mal gut zu überstehen, aber... Naja. Was soll's. Nächster Halt, Tettau-Rosengasse. Mal schauen, wie lange das noch dauert. Ich gebe jetzt nochmal richtig Gas. Oh, jetzt hüpft er gleich, glaube ich, oder? War das die Stelle, wo man so schön hüpfen kann? Ah, nee, war sie nicht. Aber eine Kurve kommt jetzt. Oh! Ja, alles im Griff. So, rechts abbiegen, hat er gesagt. Wo denn? Wo denn? Oh, ich habe die Ausfahrt verpasst, oder? Scheiße. Warte mal. Ich hätte da rechts abbiegen müssen, richtig? Wo könnte ich denn mal schnell wenden? Hier vielleicht. Oder hätte ich da nicht abbiegen müssen? Ich glaube schon, ne? Ich habe es nicht gesehen. Haben wir gleich. Alles im Griff. Haben wir alles im Griff. Ich bin der Weltmeister im Buswenden. Das ist überhaupt kein Problem. So. Super. Und den Gang einfach reingedroschen. Schaue ich da nochmal. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt abbiegen müssen, aber ich glaube schon. Wenn man das so genau wüsste. Ich habe da... Von hier sieht es so aus. Ich habe nur die Einfahrt nicht gesehen irgendwie. Das war ein bisschen zu schnell vorbei. Hä? Ach so, das war nur ein mieser Trick. Kacke. Das war ein Pfeil, der hat da gar nicht gegolten. Der hat für die andere Strecke gegolten. Ach Mann. Naja, komm. Wie gesagt, ich bin ja der Bus-Wendemeister. Deswegen ging es da gar nicht rechts ab. Ich hätte einfach nur geradeaus weiterfahren müssen. Mann, sagt's halt gleich. So. Aber lustig, dass keiner mehr meckert, ne? Die sind wahrscheinlich jetzt in Schockstarre vor lauter Angst.
Im Bus haben wir mittlerweile 27 Grad. Das ist sehr schön. Kann man ein bisschen schwitzen. Sich die Sauna sparen. So. Ah ja, okay. Da will jemand raus wahrscheinlich, ne? Und da will noch der blöde Depp da noch rein vielleicht. Willst du rein? Guten Tag. Ja, sag ich doch. Eine Fahrkarte bitte. Ach was. Das überrascht mich jetzt. So. Da läuft doch super. Alles bestens. So, wir sind auch schon in Tettau. Ich schätze mal, die nächste Haltestelle ist die Endstelle. Und dann habe ich es geschafft. In meiner unglaublich brillanten Art. Hätte ich nochmal abbiegen müssen? Das ist doch Tettau hier, oder? Sattelgrundschule? Wo muss ich denn jetzt noch hin? Ich verstehe nur noch Bahnhof. Tettau besteht offensichtlich aus mehreren Ortsteilen, oder was? Ich habe mittlerweile völlig vergessen, was für eine Tour ich überhaupt fahre, ehrlich gesagt. Mann, Mann, Mann. Also, nächster Halt. Sattelgrund, Schule. Wen es interessiert. Ich habe auch gerade einen Haltewunsch bekommen. Oha. Okay, Kurve. Schwere Kurve, schwere Kurve. Aber ich habe keine Zeit. Ich muss ein bisschen Gas geben. Jetzt muss er noch abbiegen. Meine Fresse, ey. Kannst du noch komplizierter gehen, bitte? Tempo 30, weil Kindergarten. Ich sehe nichts. Das ist nur ein scheiß Wald. Da ist höchstens eine Waldorfschule und die ist nicht schade. Verzeihung. Ich sag's doch, ich hab's im Griff. Sattelgrundschule, alles klar. Hervorragend gefahren, Herr Frenkel. Und auch super angehalten. Rein, hallo, schneller, komm! Guten Abend. Ja, guten Abend, komm, zack, zack. Außer das ist hier nicht guten Abend, das heißt, grüß Gott. Wir sind immer noch in Tettau. Dankeschön. Tettau ist Oberfranken, da ist es grüß Gott. Mann, alle keine Ahnung hier. So, was haben wir jetzt? Das müssen wir doch bald mal geschafft haben hier. Wird noch nicht wahr sein. Raus. Und nächster Halt, Sonnenhof. Was denn noch alles? Ich check gar nichts mehr. Ich habe, glaube ich, einen falschen Fahrplan. Oder ich habe überhaupt keine Ahnung wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich der Grund. Ein Geholpere hier. Mann, Mann, Mann. Haben wir es jetzt bald hier. Komm. Nochmal den Kickdown gepresst hier. Gehüpft. Das macht Spaß hier, das macht Laune. Betriebshof? Nee. Ich muss rechts rum. Sag mal, das ist doch genau die gleiche Strecke, die ich in die andere Richtung gefahren bin. Ha! Ha! Okay. Keiner meckert? Was ist denn los? Aber der Bus ist kaputt. Ich habe kein Licht mehr. Scheiße. Verdammt! Mann! Das war falsch. Ich brauche eine Reparatur ganz kurz, ganz schnell. Ja, bitte reparieren, haben ein bisschen Verspätung. Sag mal, warum hat da keiner gemeckert jetzt? Ist keiner mehr da oder was? Doch. Warum habt ihr nicht gemeckert, Freunde? Warum funktioniert nur das eine Licht noch? Scheiße, alles kaputt hier. Ah, jetzt muss ich doch mal witzeshalber mal kurz nochmal in die Bilanz hier schauen. Ich habe mich viel, 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 viel doll verbessert, natürlich. Verstehe ich nicht. Egal. Je mehr Unfälle ich baue, umso besser oder was? Ja, toll. Ach ja, nächster Halt immer noch Sonnenhof übrigens. Ich fahre da voll gegen Jägerzaun und die meckern nicht, komisch. So. Ey, du Arsch! Arschloch! Da wollte keiner raus und keiner rein. Ich zieh's durch hier. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen mehr Verspätung durch die Reparatur, ist klar. Rem, pem, 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 pem.
Schaut euch die Deppen an, hey. Nachts da gehen die einfach über die Straße. Dabei wissen die ganz genau, dass ich hier lang komme. Nächster Halt, Tettau Endstation. Alles aussteigen und Arsch lecken. Und zwar an der Festhalle könnt ihr mir alle mal den Schuh aufblasen. Boah, ruckel, ruckel. So. Haltewunsch könnt ihr euch auch in den After schieben. Ich weiß nämlich, dass ich dort eh anhalten muss. Ihr seid alle so geistig umnachtet. Und das kann ich euch jetzt endlich ganz unverblümt mitteilen, weil ich nächste Woche einen neuen Job hab. Ich bin nämlich weg aus Tettau, ihr Arschgesichter mit Haaren. So. Und ich kann immer noch so fahren jetzt, dass euch die Gesichtsbröckel aus dem Mund fallen. Jawohl. Wie eine gesenkte Sau kann ich fahren und ihr könnt mir gar nichts. Der Wahnsinn naht irgendwie, ne? Mann, wie weit ist das denn noch hier? Das kann doch gar nicht sein. Ich möchte jetzt Feierabend haben. Ach was, geradeaus? Das ist ja mal was ganz Neues. Kann man auch mal Stoff geben? Da vorne muss ich wohl abbiegen, ja? Ach, da ist die Haltestelle. Ha! Wir sind da, Freunde. Ich kann euch ja alle rausschmeißen, ihr Arschgesichter. So, Vollbremsung. Und zack! Und bam! Und... Moment! Tschüss! Piss! Nelken! Jawohl! Zu spät. Ja komm, bisschen. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, lasst mir ein Like da. Wir gucken noch schnell die Bilanz an. Die ist bestimmt sehr gut. Dann guck an, ich habe mich noch verbessert mit meiner Raserei. Vielleicht sollte ich immer so fahren. Vielleicht beim nächsten Mal in Folge 100 Jubiläum. Ja, bis dahin sage ich Bye-Bye.